Hartz IV bedeutet nicht Armut. Ja, dieser Satz kann fliegen. Und zwar einem Minister um die Ohren fliegen. Gesundheitsminister Jens Spahn hat ihn kurz vor Amtsantritt in einem Zeitungsinterview gesagt. Und eine Karlsruher Hartz-IV-Empfängerin, die hat der Satz so sauer gemacht, dass sie eine Online-Petition gestartet hat. Leben Sie doch mal einen Monat von Hartz IV, Herr Minister. Unterstützer stand heute Abend mehr als 110.000 Stimmen, Tendenz steigend. Hartz IV bedeutet nicht Armut. Ja, gesagt ist sowas leicht. Aber wie sieht die Realität aus? Alex Koch hat Menschen gefragt, die mit den Regelsätzen klarkommen müssen. Rund 4,80 Euro dürfte ich pro Tag fürs Essen ausgeben, wenn ich den vollen Anspruch auf Hartz IV hätte. Das ist zumindest der offizielle Verrechnungssatz. Aber wie weit kommt man eigentlich damit? Das will ich jetzt mal testen. Ich kaufe gleich für 3 Tage ein, denn Grundnahrungsmittel wie Butter kauft man ja nicht jeden Tag. Hab also knapp 15 Euro zur Verfügung. Also das wäre jetzt mein Frühstück, das mein Mittagessen und das mein Abendessen für 3 Tage. So schlecht sieht es doch gar nicht aus, oder? Aber wenn Sie wüssten, an wie vielen Dingen ich vorbeigelaufen bin, auf die ich Lust gehabt hätte. Aber die waren im Budget halt einfach nicht drin. Mal sehen, was die Familie Maisureihe zu meinem Einkaufskorb sagt. Die alleinerziehende Mutter hat 2 Kinder. Das habe ich heute Morgen gekauft. Nach dem Hartz-IV-Satz muss das für mich für 3 Tage reichen. Wie lange würde Ihnen das reichen? Ja, eine Woche. Ja. Was geben Sie denn pro Woche aus? Wie hoch ist Ihr Budget? 70 Euro. Also aber nicht nur für Lebensmittel, sondern allgemein für Klopapier, Duschgel. Reicht das? Nein, definitiv. Ja. Mhm. Das reicht definitiv nicht. Jens Spahn sagt, der künftige Gesundheitsminister, in Deutschland muss niemand hungern. Ja, er muss definitiv nicht hungern. Mhm. Er sollte mal versuchen, echt von dem Satz, was wir haben, zu leben. Ein halbes Jahr täte ihm wahrscheinlich reichen, um zu sagen, nee, davon kann man definitiv nicht leben. Mhm. Was ist denn das Schlimmste an der Situation, wenn man Hartz IV bekommt? Dass man da nicht rauskommt. Haben Sie das Gefühl, das ist eine Sackgasse? Ja. Das ist Armut per Gesetz. Jetzt geht nichts mehr. Die Kinder brauchen, glaube ich, eine Pause. Laurenz zeigt uns ihre Wohnung, die sie so gerne renovieren würden. Aber das ist nicht drin. So etwas wie Urlaub geht natürlich auch nicht. Gibt es denn Dinge, die du gern hättest, aber wo deine Mama sagt, du, Laurenz, es geht einfach nicht, wir können es uns nicht leisten? Oft. Oft? Lachen dann die anderen über dich? Nein, sie sagen, weil sie meistens meine Klasse haben, sind ja auch in Hartz IV und die können das auch richtig verstehen. Erinnerst du dich an Zeiten, wo es euch besser ging? Früher war es nur schlechter. Mhm. Taschengeld gab es früher nicht. Mittlerweile bekomme ich ja 75 Cent Taschengeld. Aber unterm Strich leidet Laurenz und das bringt er auch deutlich zum Ausdruck. Aber wenn ich so sagen kann, ist es scheiße, in Hartz IV zu sein. Dörte Maisureihe sagt, sie fühlt sich oft als Mensch zweiter Klasse. Sie hat furchtbare Angst, mit ihren beiden Kindern plötzlich auf der Straße zu stehen. Das Jobcenter erwarte von ihr Dinge, die für sie als Alleinerziehende einfach nicht realisierbar seien. Ich bin einfach unflexibel. Wenn es halt auch Spätschicht ist, bis 22 Uhr geht oder Nachtschicht. Und dann weiß sie halt einfach nicht, was sie mit den Kindern machen soll. Mhm. Sie glauben ja gar nicht, wie schwer es war, jemanden zu finden, der über seine Situation redet. Die Scham ist einfach zu groß. Einer hat mir am Telefon gesagt, ach wissen Sie, ich lüge einfach immer. Ich sag einfach, ich bin Freiberufler, dann kriegt mein Umfeld gar nicht mit, dass ich von Hartz IV lebe. Denn sonst bin ich ja ganz schnell der Faule, der das System aussaugt. Auch die Frau, die ich jetzt treffe, hat Angst um ihre Kinder, Angst, dass sie gemobbt werden oder Nachteile haben, wenn andere erfahren, dass sie von Hartz IV leben. Deswegen treffe ich Frau Boy im Sozialkaufhaus der Caritas. Dort arbeitet sie für ein zusätzliches Taschengeld. Sie sagt, der Hartz-IV-Satz reicht gerade so, aber auch sie betont, mit Kindern sei es schon sehr knapp. Spare ich wirklich an mir vor allen Dingen. Also ich gehe weder zum Friseur, schneide meine Haare selber. Nichts. Ja, danke. Mhm. Nee, ist so. Also man wird so ein Allround-Talent. Man braucht keinen Mechaniker zu Hause, es darf nichts kaputt gehen. Man macht eigentlich alles selber. Sie haben jetzt auch Kinder. Ja. Leiden die unter der Situation? Ja,
Woran merken Sie das? Also A, weil ich hier zum Beispiel arbeite. Ich habe hier auch einen 1-Euro-Job zuerst gemacht, das erste Jahr. Da hieß es dann immer, ja, du arbeitest, die anderen sagen, du arbeitest in meinem 1-Euro-Job im Hartz-IV-Laden. Das heißt, Ihre Kinder werden gemobbt auch ja, deswegen? Ja, teilweise bekommen die das schon ab. Ja. Dann, ich nehme für meine Kinder auch Kleidung mit von hier. Der Vorteil ist, wir kriegen hier oft auch Markensachen. Das heißt, meine Kinder können dann relativ gut mithalten. Silke Boy hat eine positive Grundhaltung. Sie ist niemand, der ständig klagt. Sie sagt, man ist doch selbstverantwortlich, darf sich nicht gehen lassen. Aber auch hier macht die Geldnot vieles schwerer. Mal kurz schicke Kleidung fürs Vorstellungsgespräch kaufen geht nicht. Man bekommt ja manches ersetzt, sagt sie, aber man wird zum Bittsteller, denn der bürokratische Aufwand ist riesig. Kratzt das alles an der Würde? Ja. Ja, man fühlt sich wertlos in der Gesellschaft. Ich kann nicht sparen, ich habe keine Rücklagen, ich habe teilweise manche Versicherungen nicht, die für mich vielleicht auch wichtig wären fürs Alter, weil ich sie mir einfach nicht leisten kann. Also ich habe keine private Altersrente oder sowas. Das heißt, Sie rechnen eigentlich damit, dass Sie im Alter arm sind? Wenn ich jetzt nicht Kurve kriege mit meiner Arbeitsstelle und noch selber aufstocke, dann weiß ich nicht, ob ich in 30 Jahren wieder, nicht mal 30 Jahren, ob ich da nicht mal, nicht wieder irgendwo sitze. Ihre neue Arbeitsstelle? Für Silke Boy ist das der erste Schritt in ein neues Leben. Im April fängt sie als Altenpflegehelferin an. Was ist denn das Erste, das Sie sich leisten, wenn Sie das erste Gehalt auf dem Konto haben? Ich gehe richtig einkaufen. Und was liegt dann in Ihrem Einkaufskorb? Milchschnitte für meine Kinder. Ist teuer. Ja, dann mal richtig Obst und Gemüse, aber richtig. Also nicht nur das, was gerade so im Angebot ist. Und Schokolade. Für Sie selbst? Ja, für mich selbst Schokolade. Hartz IV bedeutet nicht Armut, sagt Jens Spahn. Nach dem, was ich heute erlebt habe, sehe ich das ganz anders. Mangel, Scham, Existenzängste. Ist das keine Armut? Bei uns ist Ursel Wolfgramm. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Baden-Württemberg. Guten Abend, Frau Wolfgramm. Guten Abend. Wie ist denn dieser Satz bei Ihnen angekommen, Hartz IV bedeutet nicht Armut? Also bei mir persönlich ist er so angekommen, dass ich mich im ersten Moment geschämt habe dafür, dass ein deutscher Politiker sowas sagt und sich dann auch noch einer christlich-demokratischen Partei zugehörig fühlt. Ich denke, dass er mit seinen Einkommen, die ja auch über Steuergelder finanziert sind, sich das gar nicht anmaßen kann und darf, sowas zu sagen. Was bedeutet denn dann Armut? Ab wann ist man arm und welche Auswirkungen hat das auf einen? Also arm ist man ja in Deutschland, wenn man weniger als 60% des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung hat. Was bei jedem Hartz-IV-Empfänger so ist? Auf jeden Fall so ist, aber nicht nur bei denen, sondern auch natürlich bei einigen Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten oder in einer Zeitarbeitsfirma meinetwegen arbeiten. Auch die sind davon betroffen, genauso wie auch Rentner beispielsweise. Und welche zusätzlichen Belastungen damit verbunden sind. Also eine ist ja, dass man wenig Geld hat und damit eigentlich ständig am Existenzminimum lebt. Sich also ständig Sorgen machen muss, wie man den Einkauf gestalten kann, wie man den Kindern, wir haben es eben auch im Beitrag gehört, vielleicht noch ein Eis spendieren kann, dass das Kind auch auf einen Geburtstag gehen kann, sich ein Geburtstagsgeschenk leisten kann und damit dazugehört. All das fehlt ja. Aber das ist sozusagen die materielle Ebene. Was wir halt auch immer wieder feststellen ist, dass die Menschen, die in Armut leben, auch ausgeschlossen sind in der sozialen Teilhabe. Also sie gehen nicht mehr gern unter Menschen, treffen sich vielleicht nicht mehr mit Freunden und zeigen sich nicht mehr in der Nachbarschaft. Das ist das eine. Sie haben eine schlechtere Bildung in der Regel, eine schlechtere Gesundheitsvorsorge. Wir haben gerade gehört, Versicherungsleistungen kann man sich möglicherweise gar nicht erlauben und gerät dadurch natürlich immer mehr in eine problematische Situation. Es ist sogar die Lebenserwartung. Die Lebenserwartung sinkt. Also der gesundheitliche Zustand ist in der Regel schlechter und die Lebenserwartung ist geringer. Und das finde ich wirklich ein Indikator dafür, dass sich etwas entwickelt hat in Deutschland, was so nicht weitergehen darf. Also Frauen beispielsweise leben 8 Jahre weniger als gut situierte Frauen, die nicht eine lange Zeit in Armut gelebt haben. Und bei Männern sind das sogar 11 Jahre.
Wow, also das sind Zahlen. Ich bin sicher, unsere Wohnzimmerkonferenz hat zu diesem Thema auch eine Meinung. Guten Abend in die Runde. Gehen wir mal zu Margit Müller. Frau Müller, Sie sind Altenpflegerin. In Altenheimen, Pflegeheimen, was begegnet Ihnen da? Ja, kann ich absolut bestätigen. Die Tendenz geht absolut dahin, dass Armut immer mehr übergreift. Also was mich brutal schockt ist, dass immer mehr Rentner unglaublich wenig an Rente haben. Also 600, 700, 800 Euro ist kein Einzelfall. Und da geht es an die Substanz. Wir bekommen Bewohner zum Teil, die abgemagert sind, die nicht mal Wäsche haben, die weder beim Friseur seit Jahren waren, teilweise Gebisse gar nicht mehr haben. Die Zähne sehen katastrophal aus, die Entzündungen auslösen. Aber das ist nicht das Schlimmste. Die grundsätzlichen Dinge, wie zum Beispiel Pflegemittel, Duschgele, Sie können sich nicht vorstellen, manche Menschen, die waschen sich einfach nicht mehr, weil sie das Wasser sparen wollen, können die Heizung nicht mehr bezahlen. Und von 700 Euro Rente geht das nicht. Und das ist eine extreme Tendenz, wo ich einfach feststelle, wo immer heftiger wird. Denn ich denke, dass die Altersarmut nochmal ein ganz anderes Thema ist und extrem zunehmen wird. Abgemagert ist so eine Sache, ja, wenn es ans Essen geht. Ja? Das klingt wirklich herzzerreißend. Darf nicht sein, darf nicht sein. Was Frau Müller da schildert, vielen Dank. Herr Neubauer, wie ist denn Jens Spahns Satz bei Ihnen angekommen? Also da denke ich, da fehlt einfach der Respekt für die Menschen, die nichts abbekommen haben. Also ja, wenn man sowas öffentlich äußert, da würde ich mir schon wünschen, dass Politiker in so einer Position da auch vorher vielleicht mal drüber nachdenken, bevor sie sowas sagen. Ja. Weil es gibt einfach sehr viele, die wirklich nichts dafür können und die einfach ein bisschen mehr Respekt von der Gesellschaft und auch von den Politikern natürlich verdient haben. Wenn man sich nicht mal beim Discounter das Essen kaufen kann und nachher zur Tafel gehen muss, damit man satt wird, das kann es nicht sein. Also Deutschland ist ein reiches Land und könnte sich wirklich es gut leisten, da nochmal eine Schippe draufzulegen, sodass die Leute wenigstens satt werden. Also wenn man nicht mal zu Aldi gehen kann und sich dann anhören darf, man ist nicht arm, das kommt respektlos rüber, sagt Herr Neubauer. Vielen Dank erstmal. Ja, war vor Hartz IV denn alles besser? Wie war das eigentlich mal gedacht bei der Agenda 2010? Was für eine Idee steckte dahinter? Kerstin Pasemann zeigt uns das. Etwa ab dem Jahr 2000 wurden die Schlangen auf den Arbeitsämtern wieder länger. Also setzte sich die damalige Bundesregierung unter Gerhard Schröder das Ziel, die Zahl der Arbeitslosen zu halbieren. Dafür wollte die Regierung die Gelder für Arbeitslose kürzen. Das trieb zehntausende Bürger auf die Straße. Bis heute ist umstritten, wie gut Hartz-IV-Empfänger von den Sätzen leben können. Auch jetzt wieder nach der Äußerung von CDU-Mann Jens Spahn. Für FDP-Chef Christian Lindner gar keine Frage. Natürlich kann man davon leben, denn das Existenzminimum der Grundsicherung, das ist nicht eine Frage von Gutdünken, sondern das wird ja festgelegt anhand von einer Statistik. Und das geht so. Alle 5 Jahre führen ausgesuchte Familien und Singles Haushaltsbücher. Daraus errechnet das Statistische Bundesamt die Hartz-IV-Sätze. Diese Grundsicherung passen die Statistiker jedes Jahr an steigende Preise auf den Cent genau an. Das alles genehmigt dann das Bundeswirtschaftsministerium. Die Gesetze dazu haben Peter Hartz und Gerhard Schröder erarbeitet. Beschlossen wurden die Reformen 2002. Schröder versprach sich davon, die Bürokratie abzubauen, indem er Hilfen des Staates zusammenlegte. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Vor den Hartz-IV-Reformen bekamen Arbeitslose je nach Alter bis zu 32 Monate Arbeitslosengeld. Mit der Agenda 2010 gab es allerdings maximal 18 Monate Arbeitslosengeld. Diese Bezugsdauer hat die Bundesregierung später auf maximal 24 Monate erhöht. Danach gibt es nur noch Arbeitslosengeld II, auch Hartz IV genannt. Wer dann eine zumutbare Arbeit verweigert, dem kann der Staat Hartz IV-Sätze kürzen. Wer sogar mehrfach Nein zu einem Job sagt, muss damit rechnen, dass ihm das ganze Geld zum Leben gestrichen wird. Die Hartz-Reformen haben viel gebracht, sagen Befürworter. Wie zum Beispiel die baden-württembergischen Arbeitgeberverbände. Die Agenda 2010 war insgesamt sehr erfolgreich. Die Arbeitslosigkeit wurde halbiert. Wir haben heute Rekordbeschäftigung. Das Arbeitslosengeld II dient dabei dazu, diejenigen in der Existenz abzusichern, die keine Arbeit finden. Es sorgt dafür, dass bei uns niemand auf der Straße leben muss und niemand hungern muss.
Frau Wolfgram vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Wenn wir sowas hören, klingt doch super. Arbeitslosigkeit halbiert, also eine Erfolgsgeschichte, die Agenda 2010. Was sagen Sie dazu? Also wir freuen uns auch, dass die Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist. Die Frage ist natürlich, ob das mit den Hartz-Gesetzen und mit der Agenda 2010 zusammenhängt. Wir haben eine wirtschaftlich boomende Zeit hinter uns und auch noch wahrscheinlich vor uns. Das heißt, die Konjunktur ist herausragend gut. Menschen finden Arbeit. Das heißt, der Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die von dieser Konjunktur sozusagen nicht partizipieren. Und das sind beispielsweise die Langzeitarbeitslosen. Wir haben trotz guter Aufnahme in den Arbeitsmarkt 1 Million Arbeitslose in Deutschland, die schon langzeitarbeitslos sind. Das heißt, an der Stelle ist diese Reform auf jeden Fall nicht erfolgreich gewesen. Ja, bei den Langzeitarbeitslosen hat sich auch gar nicht so viel bewegt. Gar nichts. Die sind noch auf ähnlichem Niveau. Das ist sehr stabil. Und auch hier in Baden-Württemberg haben wir immerhin 70.000 langzeitarbeitslose Menschen. Und das hat sich über die letzten 12, 13 Jahre fast gar nicht verändert. Jetzt die letzten 2 Jahre ein bisschen, minimal. Aber davor ist es die ganze Zeit sehr konstant geblieben. Jetzt soll Hartz IV ja auch ein Anreiz sein, so kann man es ausdrücken. Man kann auch sagen, Druck machen, dass die Menschen wieder in Arbeit gehen. Dazu muss es ja auch einen Abstand geben zwischen Hartz IV und dem, was jemand bekommt, der arbeitet. Ist der Abstand groß genug, wenn man mal an Worst Case oder an den schlimmsten Fall denkt, an den Mindestlohn? Also erstmal muss man davon ausgehen, wenn man das sagt, dass es ein Anreizsystem braucht, um zu arbeiten. Ich gehe aber davon aus, dass Menschen eigentlich gerne sich auch betätigen, dass sie arbeiten und auch ein Teil dieser Gesellschaft sein wollen. Das heißt, es ist gar nicht so sehr eine Frage von Wollen, sondern ob man einen Job findet. Und bei gering Qualifizierten ist es natürlich viel, viel schwieriger, auch einen passenden Job zu finden. Und da ist der Abstand zum Mindestlohn eben hoch genug oder nicht? Ja, der Mindestlohn ist ja sehr gering in Deutschland. Das heißt, dieser Anreiz, in Arbeit zu gehen, wenn man hinterher immer noch in Armut leben muss, ist natürlich auch wirklich keine Erfolgsgeschichte für Deutschland. Und das weil Sie gerade Deutschland sagen, was bedeutet es für die Gesellschaft, wenn Menschen arbeiten und dann trotzdem knapp bei Kasse sind? Also dieses Gefühl, dass man von diesem Wohlstand in Deutschland gar nicht partizipiert, führt natürlich dazu, dass man sich ohnmächtig fühlt, dass diese Entwicklung von arm zu reich derartig auseinandergeht, weltweit, aber auch eben in Deutschland, dass man sich abgehängt fühlt, dass man keine Stimme mehr erhebt. Das ist eine Erosion der Demokratie. Und ich glaube, dass dieses Gefühl für Fairness bei den Menschen sehr wohl vorhanden ist. Und diese Entwicklung zwischen Arm und Reich wird als unfair empfunden. Und ich glaube, das führt zur Spaltung der Gesellschaft. Und es führt auch dazu, dass wir reden ja auch von Wutbürgern, also dass dieses Gefühl von Ohnmacht umschlägt in Aggression, in Wut, in Gewalt. Und ich glaube, dass wir alle das miteinander nicht wollen. Deswegen brauchen wir unbedingt eine Umkehr. Jetzt gehe ich noch mal in die Wohnzimmerkonferenz. Da haben wir nämlich auch einen Erfolgswirt. Hallo, Herr Wunderlich. Was haben Sie für einen Lösungsvorschlag? Das ist eine tolle Frage. Ne? Das ist so weit okay, und vielleicht eine Feld. Lösungsidee. Sie müssen nicht gleich das ganze Problem lösen. Also was haben wir hier? Zu wenig Geld und Ungerechtigkeiten. Die Menschen regen sich auf bei Missbrauch oder bei Staatsversagen. Also das kann ich alles verstehen. Es gibt zum Beispiel den Ansatz, dass wir diesen ganzen Kapitalmarkt mal härter an die Kandare nehmen müssten. Der Finanzmarkt, der schummelt sich seit Jahren oder seit Schröder eben durch mit 25% Steuern auf die ganzen Kapitalgeschäfte und ist dann, wenn es darauf ankommt, systemrelevant und wir müssen alle den Kopf hinhalten dafür. Da wurde in den letzten Jahren viel verschlafen und da muss unbedingt nachgearbeitet werden. Dann brauchen wir uns auch nicht wundern über zu wenig Geld für unsere armen Menschen. Denn für mich ist es, wenn ich es mal so sehe, natürlich Hartz IV zu gering und der Mindestlohn auch zu gering. Die freie Wirtschaft, da werden die Löhne aber fair verhandelt. Jetzt muss der Staat mal ran und seine Löhne erhöhen. Die ganzen Pflegekräfte oder bei der Müllabfuhr überall. Dann soll er doch endlich mal mehr zahlen, auch mehr als den Mindestlohn und nicht die Lehrer in den Sommerferien in den Urlaub schicken oder in die Arbeitslosigkeit oder solche Sachen. Und die Töpfe dann leer räumen, die einbezahlt wurde. Also es gibt ganz viele Ansätze, die hier unbedingt mal reformiert werden müssten und angefasst werden. Ja, das waren wirklich viele Punkte. Vielen Dank, Herr Wunderlich. Einen Punkt gebe ich mal weiter an Frau Wolfgram. Ist es so, dass die Politik hier was falsch macht und eher für die Reichen Politik macht? Also sprich, müsste man an solche Sachen mal rein, die Herr Wunderlich gerade aufgeführt hat? Also ich kann Herrn Wunderlich wirklich nur zustimmen, weil mehrere Steuern sind ja entweder gesenkt worden oder abgeschafft worden. Die Vermögensteuer beispielsweise, die
Kapitalertragssteuer, das ist schon gerade angesprochen worden, ist bei 25%. Und der Spitzensteuersatz ist auf 42% abgesenkt worden. Dafür gibt es aber eine höhere Mehrwertsteuer. Das heißt, dass die Menschen sozusagen, die bei uns so als Mittelschicht bezeichnet werden, die müssen am stärksten Steuern zahlen und auch diese Mehrwertsteuer zahlen. Prozentual ist es natürlich für die Menschen, die wenig Einkommen haben, viel, viel mehr als für die, die viel verdienen. Und warum wird Kapital oder warum werden Vermögen nicht genauso besteuert wie Einkommen, die sozusagen mit körperlicher oder geistiger Arbeit verdient werden? Also die Politik muss umsteuern, sagt Ursel Wolfgramm vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Vielen Dank Ihnen und auch vielen Dank in die Wohnzimmerkonferenz für die engagierte Diskussion.